fast so ein bisschen das Stichwort gegeben. Die Traktoren sind losgefahren, die 160. Die fahren jetzt da hinten schon mal rum Richtung Wirtschaftsministerium. Aber wie immer, es ist schon so ein bisschen Tradition, wird euch jetzt ein Mann auf den Weg schicken, der auch, ja, von Anbeginn der Zeit, unser Demo-Dino sozusagen dabei ist. Neben mir steht Christoph Baut von Kampakt, der Gründer von der Kampagnenorganisation. Und ja, er schickt euch auf den Weg. Wir sagen schon mal viel Spaß. Wenn die Trecker nämlich jetzt schon durch sein sollten, dann schließt sich der Demozug direkt an. Du hast das Wort, Christoph. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das ist ja Wahnsinn. Dieser Platz berstet auseinander. So viele Menschen, 160 Traktoren aus dem ganzen Bundesgebiet. Ich glaube, das ist kein guter Tag für Agrarminister Christian Schmidt. Genau das hat es nach seiner fatalen Entscheidung gebraucht. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Christian Schmidt scheint ja mächtig stolz zu sein, wie er Glyphosat da in Brüssel durchgedrückt hat. Dem Morgenmagazin hat er letztens erzählt, Politiker, die nie entscheiden, ecken nie an. Das sind aber auch nicht die, die das Land voranbringen. Lieber Herr Schmidt, unser Land wird nicht mit einem Pestizid vorangebracht, das die Insekten sterben lässt und das Äcker nach der Aussaat so leblos hinterherlässt wie ein frisch gewienerter Küchenboden. Vorangebracht wird mit Ihrer Entscheidung nur eines: die Profite von einem neuen Megakonzern Bayer Monsanto. Und diesen Megakonzern haben wir gewaltig satt! Liebe Leute, ich habe den Eindruck, Schmidt hat sich mit seinem Alleingang in Brüssel ein ziemliches Eigentor geschossen. Unser aller Aufschrei, unser aller Protest war so kraftvoll, dass Umweltministerin Barbara Hendricks bei den Sondierungsverhandlungen ein Verbot für Glyphosat herausgeholt hat. Allerdings fehlt etwas ganz Entscheidendes, und das ist die Jahreszahl, wann Glyphosat endlich vom Acker kommt. Ich hätte da einen Vorschlag für eine Jahreszahl. 2018 ist Schluss! Liebe Leute, dort hinten vorm Kanzleramt, da schwebt eine tote Riesenbiene vor uns. Und ich glaube, diese Biene, die steht für eine, ja, sehr schockierende Zahl. Es gibt bundesweit 76% weniger Fluginsekten, weniger Hummeln und Bienen, weniger Schmetterlinge und Käfer im Vergleich zu vor 30 Jahren. Minus 76%. Diese Zahl empört uns. Diese Zahl macht uns wütend. Und diese Zahl hat eine Ursache. Und die heißt Agrarindustrie. Die Agrarindustrie zerstört unser aller Lebensbedingungen. Die Agrarindustrie tötet. Und deswegen trifft sie auf unser aller Widerstand. Was wir brauchen, ist eine Agrarwende hin zu einer bäuerlichen, einer ökologischeren Landwirtschaft. Und dafür verlangen wir von den GroKo-Verhandlern vier ganz konkrete Dinge. Erstens, der Schmidt muss weg. Dieser Minister versteht sich aufs Tricksen und Hintergehen. Er versteht sich auf die Verwaltung des Stillstands. Dieser Minister
versteht sich auf Kumpamnei mit Bauernverbands, nein, entschuldigt, mit Agrarindustrieverbandschef Joachim Ruckwied. Dieser Minister ist ein Totalausfall und dieser Totalausfall gehört abgelöst. Zweitens. Einstieg in die Agrarwende muss der Ausstieg aus der Pestizidnutzung sein. Nicht nur Glyphosat gehört verboten, sondern ein noch viel schlimmerer Zungenbrecher und ein noch viel schlimmerer Bienenkiller. Neonicotinoide. Die EU-Kommission. Und ich freue mich wahnsinnig, dass in den letzten 4 Tagen 260.000 Menschen bei uns bei Campact gegen diese Neonix unterzeichnet haben. Die EU-Kommission, die ist auf unserer Seite. Aber Schmidt muss im Februar oder März erneut dort in Brüssel entscheiden über Neonicotinoide. Und deswegen rufen wir die SPD, die morgen in Bonn zusammenkommt, zu ihrem Parteitag auf. Verhandelt in einem Koalitionsvertrag, dass Deutschland Nein zu Neonicotinoiden sagt. Lasst euch nicht noch einmal vom Schmidt auf der Nase rumtanzen und vertreibt das Bienengift vom Acker. Hallo, eine Frage bitte. Dieser Mann will mich nicht auf die Demo haben. Warum? Drittens. Hallo, dieser Mann will mich nicht auf die Demo haben. Warum? Irgendwelcher freiwilliger Tierwohllabels, mit denen Schweine 1 Quadratmeter mehr Spaltenboden und 3 Halme mehr Stroh bekommen. Freiwillig. Freiwillig schafft sich die Agrarindustrie nicht ab. Bei ihr hilft nur eins: knallhartes Ordnungsrecht. Scharfe Regeln im Bundesemissionsschutz, im Bundesbaugesetz, im Tierschutzgesetz. Scharfe Regeln bei der Düngeverordnung, in der Trinkwasserverordnung. Mit Gesetzen und Verordnungen gehört die Agrarindustrie, gehören Megaställe und Gülleseen, Pestizidduschen und Monokulturen endlich stillgelegt. Und ein letztes. Am Laufen gehalten wird unsere Agrarindustrie mit jährlich über 50 Milliarden Subventionen aus Brüssel, von denen das meiste bei den Großen landet. Demnächst wird darüber entschieden und die Bundesregierung muss damit Schluss machen. Geld für die Landwirtschaft, das muss endlich gezielt gegeben werden an die Bäuerinnen und Bauern, die mit ihrer harten Arbeit uns die Kulturlandschaft und die Artenvielfalt erhalten, ihre Tiere anständig halten und die Böden schonen. Agrarindustrie gehört der Geldhahn abgedreht. Liebe Freundinnen und Freunde, die Traktoren fahren immer noch, aber trotzdem geht es gleich los. Wir kommen hier zum 8. Mal her. Wir kommen immer wieder bei diesen eisigen Temperaturen her und wieder sind so viele Landwirte mit dabei. Der Weg zur Agrarwende, ja, der ist steinig, aber ich habe den Eindruck, es geht auch voran. Vor 2 Jahren, da kannte noch niemand dieses Wort Glyphosat und heute ist es eines der großen politischen Auseinandersetzungen. Letztes Jahr haben wir ein Verbot von Gentechnik gefordert und jetzt steht das im Sondierungspapier. Auf diesen Erfolgen können wir aufbauen und unsere Vision einer bäuerlichen, einer ökologischeren Landwirtschaft in die Welt tragen. Und eine super Gelegenheit dazu ist jetzt gleich hier hinter mir, in der Invalidenstraße am Bundeswirtschaftsministerium. Dort kommen die Agrarminister dieser Welt zur Stunde zusammen. Um 12.30 Uhr, also in 40 Minuten, beginnt dort die Pressekonferenz. Und wir wollen dort laut sein und wir wollen ihnen dort sagen, mit bäuerlicher Landwirtschaft, mit der Erzeugung von gutem Essen, hat Agrarindustrie nichts, aber auch rein gar nichts zu tun.
Und ich weiß, ihr habt alle diese Kochtöpfe dabei. Kann ich sie mal sehen? Wahnsinn! Wir sollten uns schon mal ein bisschen wappnen, solange die Traktoren immer noch fahren. Ich mache mal einen ganz einfachen Takt. Wir haben es satt! Wir haben es satt! Kann ich euch hören? Wir haben es satt! Wir haben es satt! Wir haben es satt! Und jetzt nochmal richtig laut! Super! Okay, liebe Leute, ich glaube, wir sind gut gewappnet. Jetzt geht's gleich rüber zum Bundeswirtschaftsministerium und da werden wir den Agrarministern dieser Welt kräftig einheizen. Es ist Zeit für die Agrarwende. Herr Schmidt, Frau Merkel, wir kommen. Gleich geht's los. Bis dann. Ciao. Hallo, hallo. Oh, meinst du Santania? Danke, Christoph Bautz von Kampakt.